Hallo miteinander und willkommen zurück. Mein Name ist Dorian Gent und es geht weiter mit Age of Wonders 4. Genau, ich habe mich dazu entschieden, falls ihr bisher den Livestream gesehen habt, dass wir das hier als hybride Serie so ein bisschen fahren, weil wir sonst so langsam vorankommen, denke ich, mit nur einem Livestream die Woche. Ja, und ich möchte tatsächlich bei den drei Livestreams maximal die Woche bleiben, deswegen, ja, machen wir hier so ein bisschen weiter. Age of Wonders 4 soll jetzt tatsächlich jeden Donnerstag laufen. Genau, wir hatten hier aber so einiges vor, tatsächlich. Bald kommt hier der Krieg gegen Kansas und seine Mannen. Der hat mich auch schon gebeten, sich ein bisschen die Einheiten etwas genauer anzuschauen. Dies können wir natürlich auch hier schön machen. Das werden wir nach und nach sowieso machen. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, so eine Mischung. Ne? Also wir werden eben so ein paar normale Folgen zwischendurch haben und haben eben unser Quatschen und das Interaktive dann im Livestream. Also quasi alle zwei oder alle drei Video folgen. Ich denke, das passt ganz gut. Da kann man sich besprechen. Da kann man vielleicht auch Sachen reparieren, die ich irgendwie falsch mache oder schlecht mache. Und ihr mir da Tipps geben wollt. Ansonsten, ja, ich meine, alles relativ normal, das Leichenfressen. Er hat ja die Ritualkannibalen gewählt, deswegen, ne, die können also sich hier heilen. Zusätzlich Belebung. Das ist, weil das ein Unterstützer ist, genau, ihr Heiler. Desmaren sind anscheinend, hat er gar nicht geschaut, irgendwie die größten Maulwürfe, die es gibt. Deswegen das hier. Ja, also das sind die Jungs. Das hier sind, schauen wir uns mal die normalen Kämpfer an. Okay, da sieht man es. Okay, er hat auf jeden Fall, witzigerweise, obwohl es ja Frostdesmaren sind, hat er sich für die Feuerverzauberung entschieden. Was natürlich interessant ist, ne? Vielleicht ist denn ja ein bisschen kalt, den Jungs, ne? Können sich an der Axt wärmen. So. Sieht doch überhaupt nicht böse aus hier mit diesen. Das sieht echt. Die Einheitenmodelle sehen so schön aus im Spiel. Und, ja. Ist einfach der Hammer. Und hier nochmal. Auf den Hyänen in den Krieg reiten hier. Die Maulwürfe. Unglaublich gut. Ach, guck mal, er hat auch den verzauberten Krähenbegleiter. Mehr Sicht auf der Weltkarte. Ja, also ich. Tatsächlich fürchte ich, dass wir relativ bald hier Probleme bekommen werden, weil er ist ja voll drauf und dran dabei. Uns hier massive Probleme zu machen. Genau, du baust gerade aus und deswegen kann ich gerade nichts machen, oder? Ist das richtig? Ich glaube schon. Wir haben auch noch Befehle tatsächlich. Du hast das hier erledigt. Jetzt geh mal wieder zurück hierher. So, und du kannst theoretisch noch. Ja, wir wollten ja eigentlich die Quest da oben machen. Das ist zwar alles hier ganz nett und so, aber einen Außenposten wird man ja nicht auch gründen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt ganz gerne, was hier unten ist. Ich meine, das Heiligtum hier, ne? Hier ist halt wieder eine Stadt von denen. Das ist halt alles sehr, sehr knapp gehalten. Hier, ne? Die Drachengeschichte, die hier direkt daneben ist. Geh mal hier runter. Hier ist ein Mana-Knoten direkt. Und hier wäre, das ist, glaube ich, ein. Jetzt ist ein Ruhepol. Hier ist auch noch was zu holen. Ich denke hier, dass die Stadt dann hier die Stadt. Könnte man Reichweite des Heiligtums werden. Hier halt eben so ein Quadrat aus Städten sozusagen. Naja, so. Ja, sag ich mal, so eine Raute, ja. Ein paar schöne Berge dazwischen. Gut. Hier gibt es auch Gold. Also an sich wäre das schon keine schlechte Location hier, denke ich, dass wir hier einen Außenposten bauen. Problematisch wird das sowieso werden. Weil wir ja jedes Mal Stress bekommen mit den Leuten. Ich bin noch irgendwie so langsam echt gewesen. Wir brauchen eigentlich auch mehr. Wir brauchen halt mehr von allem. Verstärkt ist jetzt so viel hier schon. Das kostet fast nichts. Schützenposten. Fügt im Kampf während eines. Also wir hatten das bisher nur von der anderen Seite gesehen. Deswegen Bogenschützen, Wehrgang-Hindernisse hinzu. Gewähren physische Fernkampfangriffe. Mehr Schaden, mehr Reichweite und ignoriert verdeckt. Ja, wir brauchen aber auch mehr Geld. Ja, mach das mal trotzdem. Das ist unsere Hauptstadt. Die sollte nicht unbedingt fallen. Celestia. Achso, du hier, ne? Du bist ja hier unten am Erkunden. Da sollten wir eigentlich auch. Ist nochmal. Der Ruhepol gehört noch nicht uns. Ne. Das hier will ich auch mal mitnehmen, ne? Das ist tatsächlich Gold. Das kann man gut gebrauchen. Neue Rassentwicklungen. Angeblich. Ist hier zumindest keine Ausrufezeichen.
Das ist Gefolgschaftstreue. Und wir haben eh zu wenig Imperium, um hier irgendwas zu machen. Straßen bauen. Brauchen wir momentan noch nicht, aber bald, ne? Das hier anschließen und das hier anschließen. Ist ja auch eine schöne Sache. Ich finde, das ist, das wird in viel zu vielen Spielen völlig ignoriert, ne? Dass man so Straßen bauen und so, dass es alles ein bisschen schöner aussieht. Schöne Sache. Gladius, ne? Ich gucke gerade spezifisch dich an. Okay, das ist unser guter Freund, Kiriton Slarks. Macht euch als mein Freund, Purifier, Tat und Gentramar. Gemeinsam werden wir Erfolg haben. Dann hat ich genau eine Freundschaftserklärung abgegeben. Sehr schön. Ja, mehr können wir hier, glaube ich, erstmal nicht machen. Er hat auch nichts, was wir ihm. Also, er könnte uns nur Mana verkaufen. Ja, jetzt hat leider sehr weit weg, ne? Haben wir in Korheim schon. Da haben wir tatsächlich nichts. Das wird wahrscheinlich von ihm kontrolliert werden. Das sind hier. Ich glaube, es sind Frostdesmanen. Ja, genau. Ja, böse Präsenz. Ja, die wird hier bald nicht mehr lauern, ne? Auch wenn diese Armee jetzt nicht besonders stark ist momentan. Ich hoffe, dass wir das auch hinbekommen. Es sind nur 3 Leute. Also hoffentlich sind es wirklich nur 3 Leute. So, jetzt bitte keine drastischen Bewegungen, Mr. Eiszahn hier. Okay. Soweit, so gut. Zu der erobert. Ja, ist halt. Der wird das jetzt halt die ganze Zeit hier machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Stadt überhaupt zu einem. Oh, zu einer Stadt. Also, den Ausbau zu einer Stadt ausbauen können. Wenn hier eigentlich der. Ne, wir können es nicht, ne? Wir haben ja eigentlich gesagt, dass der Palisaden bauen soll, aber ich weiß nicht, ob die schon fertig sind oder ob die noch gebaut werden. Ob es jetzt einfach gar nicht mehr geht. Wir heilen uns ja auf jeden Fall ganz kurz. Wir weitermachen. So, du hier. Dieser äußerst ominöse Armee. Was sagen denn die Chancen hier? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das, die kennen wir ja so schon ungefähr von früher, diese Leute hier. Das ist danach. Das sagt der automatische Kampf. Der sagt, dass wir so gut wie nichts verlieren. Ja. Ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht könnten wir noch weniger verlieren. Aber irgendwann muss ja die Sachen hitten. Wir haben ja hier nur einen Nahkämpfer. Deswegen lassen wir das mal so. Belohnung. Ring des Entkommens. Entschlüpfen. Wenn die Trefferpunkte dieser Einheit 0 erreichen, wird sie um 0, 3 Felder versetzt und heilt 15. Das ist nicht super geil für den Helden, ne? Ja, und mehr Nahrung. Ja. Scheint, wir sollten diese Profits langsam dann hier mal. Aber wir können sie tatsächlich jetzt auch holen. Die Frage ist: Sie haben eine Farm, eine Fürsterei, eine Farm, eine zweite Fürsterei wahrscheinlich. Aber bei hier, ne? Wir brauchen auch Mana dringend. Ja. Ja, baue ich hier den Nexus. Zufriedenheit ist jetzt tatsächlich auch schon schlecht. Bald, ja. Da sollten wir vielleicht demnächst wirklich mal hier in unser Gebiet rein, heilen wir schneller. Ah, da sollten wir wirklich mal bald die Taverne bauen. Meine Güte, ist hier alles voll mit Zeug. So, diese Außenposten. Arbeiterlager, 200 Imperium brauchen wir für die Stadt. Ja. Da ist das so gemeint, dass ich quasi nur eins abbauen, quasi bauen kann und dann geht's nicht mehr. Gute Frage. Okay, dann ja, beginnen wir mal damit. Ja, dich wollte ich eigentlich haben. Er ist halt halb tot, ne? Das ist ein gefährlicher Kampf. Wir müssen mal die Quest da oben machen. Diese eher einfachen Kämpfe hier. Zaubertechnisch. So, jetzt können wir Lichtbringer beschwören. So, die Stäbe der Heilung werden uns hier angeboten.
Zauberten einen Gläubiger. Versorgung reduziert. Alle Bedingungen. Fähigkeit für den Kampf. Ja, ich schätze, es ist nicht schlecht. Vollendung. Wenn ich an dem Umkreis von einem Feld erleiden Blitzschaden. Chance von 60% elektrifiziert zu werden. Und Blitzschwall. Alle erleiden 20 Blitzschaden. Alle. Der feindliche Zielarmee. Oh, das ist sich ein Feindarmee-Zauber. Hm. Aber wir nehmen mal kurz die Stäbe der Heilung, ja. So, hier oben geht die Erkundung weiter. Könnte man natürlich auch ins Wasser gehen, aber wir haben hier noch so viel zu angucken. Wir müssen halt aufpassen, nicht, dass uns hier die Leute angreifen. Weil die sich ja durchaus bewegen können, auch diese roten Armeen hier. Oh nein. Dieser elende... Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt hat er uns echt das Gold hier geklaut. Unter der Nase hat er uns... Also, das ist ja echt... Dieser Kansas-Mann. Der macht nur Probleme, ja. Okay, du bist hier ganz weit rechts außen. Ja, du hast ja hier das Zeug eingesammelt. Wir könnten jetzt hier runtergehen. Mach das mal. Oh, hier gibt's Mana. Gut. Wir könnten mal wieder einen Zauber vorbereiten. Und zwar den Armee-Heilungszauber. Die anderen Sachen haben wir. Könnten auch natürlich eigentlich Leute beschwören. Beschwör doch mal so einen Typ hier. 12 Mana-Versorgung. Aber das würde unsere Drittarmee da ziemlich schnell auf die Höhe bringen dann jetzt. Sieht ja gleich noch ein hier dazu. Kommt auch noch ein anderer dazu. Können wir mit ihm ja auch mehr unternehmen. Sie wollen ja auch den unsere Hauptarmee mit einer zweiten Zusatzarmee unterstützen. Ja, gehen wir hier runter. So, sehr schön die Abwechslung der Gebiete, dass das hier so eine kleine Wüste ist dazwischen. Der gute Herzacker. Ach, wir könnten dem ja tatsächlich auch eine einsetzen, aber ich will eigentlich Kleton nicht. Weil das ist tatsächlich der Typ hier. Das Problem ist, wir könnten uns ja noch einen Flüsterstein holen, aber wir wollen auch die 200 für die nächste Stadt da drüben. Deswegen sparen wir erstmal die 200. So, du erbraust ein neues Gebäude eventuell. Ein günstiger Stein für mehr Mana. Schiffswerft für Rammschiffe. Die Sadenwelle haben wir hier nicht mal. Die Stadt wird ja super schnell fallen, wenn sie jemand angreift. Mach erst das und danach machen wir die andere Sache hier. Ja, du wartest, wie gesagt. Handelsangebot erhalten. Sui, der Gräber will eine Zaubererverbindung eingehen mit uns. Die haben wir auch sehr gute Beziehung tatsächlich. Klar. Es gibt das Purifier Tauron, Gentramar. Unter all den zänkischen Herrschern dieses Reiches scheint ihr noch am ehesten damit Vernunft gesegnet zu sein. Was führt euch in mein Reich? Warte mal, was gefällt ihm denn? Reiche mit einem einzigen Volk? Reiche ohne Beziehung zu freien Städten? Hm. Achso, ja, also er mag, also das ist glaube ich eher, er mag Reiche mit größerem Gebiet nicht. Wir haben kein größeres Gebiet. Und er mag auch keine reiche Kriege beginnen. Das machen wir zumindest bisher auch nicht. Okay. Offene Grenzen. Da will er Geld für haben. Nee. Zuerst Arconia Blut. Wir könnten das, ich meine, wir haben Arconia Blut ja auch. Also müssen wir das nicht tauschen. Zwei Ressourcen. Mana. Uninteressant. Statt, wenn du sie eintauschen willst, nein, wollen wir nicht machen. Gehen wir. Nächstes Angebot. Kompliment wurde ausgesprochen tatsächlich. Ach, guck mal, der Slark. Der Slark lookt uns. Gut, eine diplomatische Lösung wird den Sieg sichern. Ich hoffe, dass wir beide von eurer Beziehung zu Trivec profitieren werden. Jawohl. Trivec? Trivec? Das muss Sui sein. Naja, gut. Ach, das haben wir tatsächlich jetzt verbracht. Sehr gut. Ja. Ich meine, wir haben ja echt keine Wahl, ne? Wir müssen uns diese ganzen Leute sichern nach und nach. Du bist noch lange nicht so weit. Ja, und die haben sich auch ausgebreitet. Hier ist so viel Zeug, ne? Wir müssen das alles irgendwie mal aufräumen.
Zug beenden. Ja, das regt mich tierisch auf, dass wir mit ihm so aufpassen müssen hier. Der macht das jetzt hier immer weiter. Also, ich weiß ja nicht, was der Typ für ein Wachstum hat, aber er hat sich jetzt jede Runde eine weitere Provinz hier geholt. Also nur ein Schelm, der da sich der Böses denkt, meiner. Wie KI da nicht ein bisschen nachhilft mit dem Wachstum. Ich hatte natürlich auch unglaubliche Mengen an Imperium oder so, aber es ist dann doch immer so ein bisschen auffällig, ja. Da stand jemand drauf, ne? Ja. Hier ist ein slawischer Außenposten. Schöne Steinmauern und alles. So, und jetzt die wesentlichen Leute. Na, du bist noch weiter nicht geheilt. Könnten hier den Untergrund mal gehen und gucken, was da so abgeht. Alternativ könnten wir hier hochgehen und diese... Ja, komm, wir können das machen. Das Blöde ist... Ja, richtig. Die hat mir da den Weg hin abgeschnitten. Also wir gehen da einfach mal jetzt hier hoch. Darum zu stimmen mit der einen Armee, die aufgetrieben werden kann, ist sowieso keine so gute Idee. Okay. Was haben wir denn hier? Kontakt mit dem galanten Grauplatz. Dagna Hügelkamm, einer Herzogin aus der freien Stadt Grauplatz, tritt mit viel Tamtam vor dich. Wir, das Volk von Grauplatz, grüßen euch, O Purifier Tauron Gendrama. Ich werde hier einen Ort der Ehre, des Ruhms und der Ritterlichkeit vorfinden. Wir gehen davon aus, dass der Frieden durch die gemeinsamen Werte, die wir teilen, gesichert ist. Andernfalls werden wir in einem glorreichen Kampf ziehen, den die Barden noch lange besingen werden. Das sind wieder, glaube ich, slawische Ratten hier. Diesen Ehrenfanatiker in den Austausch treten. Richtige Ehrenfanatiker. Geil. Oh wow. Da haben wir schon mal einen Bonus, ne? Das finde ich auch gut. Es läuft halt echt so wie beim letzten Mal, dass wir wirklich auf die Fremdstädte angewiesen sind. Da haben wir momentan nichts. So, du gehst jetzt hier hoch und machst diese Seelen. Machen wir endlich diese Quest hier. Begegnung mit Vorboten des Unglücks. Nach einer angespannten Suche nach einem langen Marsch steht deine Armee den umherstreifenden korrupten Seelen gegenüber. Der Anblick der furchtbaren Kreaturen erfüllt Luziferaner in deiner Armee mit Furcht. Die ohrenbetäubende Stille verrät das Zögern deiner Truppen. Die Moral wird nicht genügen. Die korrupten Seelen haben deine Truppen bemerkt und machen sich zum Angriff bereit. Wir müssen ihn, ja, wir kriegen entmutigt. Wir haben just die Moral, weil wir kein Gold dafür aufbringen können. Ich denke, das sollten wir aber trotzdem ganz gut machen können. Ja, komm, wir machen es mal manuell. Einfach nur, damit wir zumindest so pro Folge mal eine kleine Schlacht mit drin haben. Und es sind ja auch, ne, hat es ja einen akademischen Wert, könnte man sagen. Weil wir gegen diese Viecher noch nie gekämpft haben und gucken können, was die so können. Ja, der hat ja diese Hoffnungslosigkeit, ne? Und der Fluch des Untods und das hier, die zermalmende Pein. Genau. Zieleinheit, deren Moral niedrig oder noch schlechter ist. Die Chance, dass sie sofort stirbt. Je länger die Moral, umso größer. 30 Frostschaden. Wenn sie nicht stirbt. Der, das ist schon ziemlich heftig, weil die sehen echt nice aus mit dem Blitz. Stäben wollte ich schon sagen, weil Stäbe sind es eigentlich nicht. So. Okay. Besonders viel Schaden machen wir da nicht. Wir sollten vermutlich erst mit unseren Leuten hier vor und wir sollten unsere Leute auch erstmal erwecken alle. Weg der Suchraketen. Also
Geh mal hier hin. Nämlich hier etwas. So zwei Schüsse können wir hier machen. Gehst da hin. Kannst hier mit 90 drauf schießen. Ist halt etwas blöd, den Schaden zu verteilen, aber. Naja, wir können ja gleich dann. Ja, mach mal hier den Heal drauf, damit unser Anführer etwas mehr aushält. Schlag mal hier zu zuerst. Das elektrifiziert widerstanden. Haben unsere Moral etwas gebrochen. So, und du kannst jetzt hier einen Sturmhieb reiten. Okay. Das in beiden Fällen ist die Truppe jetzt schon mal geschwächt. Sie machen auch nur normale Angriffe und nicht ihren super special, hast du nicht gesehen, Angriff. So, schieß mal hier drauf mit 70%. Nur 5% Fehlschlagchance. Okay. Ist der falsche. Hier 50 von hier aus 70, 100 von hier, zwei Schüsse. Tu es. So, kannst du auch mal mit 50. Eine heilige Energie wird diese dunklen Gestalten auf jeden Fall hier vernichten, genauso wie unser Ansturm. Boom. Sehr schön. Wollten also ihre Superfähigkeit nicht nutzen. Wir haben jetzt die Quest gelöst. Ja, jetzt, wo die korrupten Seelen aus deinem Landen verschwunden sind, wendet sich der Rat der Luciferaner erneut an dich. Hervorragende Arbeit, Tauron Gentramar. Einfach hervorragend. Wir konnten die Panik angesichts der Sichtung der korrupten Seele im Schach halten. Also scheint alles in Ordnung zu sein. Natürlich, nur dank euch. Luciferaner werden von eurem Sieg hören. Vielleicht lässt sich unser Aberglauben zum Vorteil wenden. Okay, also wir kriegen auf jeden Fall Stabilität 20, für, also 20 Stabilität für 6 Runden. So, unterscheide ich nur, dass man Reich jeden Feind bezwingen kann. 36 Imperium, damit könnten wir die Stadt sofort errichten. Sieg zeigt, dass wir bessere Verteidigung errichten. Produktion in beiden Städten. Das wären die Truppen. Wir nehmen mal das Imperium tatsächlich. Ja. So. Damit können wir dann das hier zu einer Stadt umbauen. Zwingendermaßen müssen wir hier erstmal jetzt dieses ganze Zeug hier wegballern. Ich denke, auch den sollten wir problemlos schaffen hier. Nächste Runde. Wir haben die Stäbe der Heilung erforscht. Gläubiges Geflüster ist alles super günstig jetzt hier, ne? Augs mit Anbieter der Stadt erhöht sich 30% schneller. Das ist eigentlich unsere Stärke. Das könnten wir vielleicht auf der neuen Stadt nutzen, hier auf Grauplatz. So, und wir können auch den Lichtbringer beschwören, richtig. Der muss hierhin beschworen werden. Das ist diese Einheit, ne? Die sieht halt jetzt nicht so aus, als sei sie eigentlich eine hohe Einheit, ne? Sieht aus wie irgendein Mana-Aal oder sowas. Der schießt Seelenblitze. Das ist ein Kampfmagier. Der kann halt bekehren, ne? 60% feindliche Einheiten, die keine Helden sind, mit Gedankensteuerung zu belegen. So, falls Misserfolg wird sie immerhin trotzdem geschwächt zweimal. Ich meine, das ist schon gut, ne? Gläubiger Einheitenversorgung wird auch reduziert. Gut. So, dann können wir ja, dich hier jetzt dazu nehmen, so. Und du kannst jetzt anfangen, hier vielleicht unten etwas aufzuräumen, würde ich sagen. Ist zwar nur ein Kartendude, aber wir nehmen das trotzdem mal mit. Ah, jetzt ist er fertig mit den Palisaden. Kann ich das? Ich könnte hier echt noch eine Stadt bauen, ne? Ich hätte halt nicht so viel Platz, mich auszubauen.
Okay, Arbeiterlager machte was? Arbeiter in diesen Außenpostenlager ermöglichen die Annexion einer einzelnen Provinz durch den Außenposten. Aus diesen Außenposten eine Stadt wird, hat diese zu Beginn. Ah, okay. Ein Wachturm? Mehr Sichtweite wäre auch nicht schlecht hier. Ist eigentlich alles cool. Eine weitere Provinz annektieren. Können wir diesen Untergrundzugang hier annektieren? Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, jetzt sollten wir unser Gold für anderes Zeug brauchen, aber wir machen das mal trotzdem. So. Genau, dich haben wir ja eh schon bewegt. So, die Wehrgänge sind hier fertig. Ja, ich sag ja, das Gold ist echt ein Problem, ne? Mal eine Runde, die Handwerkswaren. Fokuskristalle erhalten. Hier oben. Was unsere globale Effekte? Einheiten erhalten 10% mehr Erfahrung. Alles klar. Eilbeeren haben wir auch erhalten. Das Gründen, Besiedeln und Übernehmen von Städten dauert 2 Runden weniger. Gut. Und Argonita Blut haben wir jetzt auch doppelt. Ich glaube, das stackt aber nicht, oder? Doppelte Kampfzauberpunkte. So, und neue Rassenentwicklung haben wir theoretisch auch hier hinten. Also die zwei, ne? Ja. Können es uns halt alle einfach nicht leisten, momentan. Vorbild. Einheiten, die durch Vasallenmobilisierung rekrutiert werden, erhalten bei Rekrutierung erst 2 Ränge. Gut. Und das hier war Karrieresoldaten. Ja. Alles nett. Hier drüben sind wir auch schon auf der Stufe. Astrale Reichsfertigkeit. Das Sperren und Mischen von Forschungsfertigkeiten kostet weniger. Das Errichten von Forschungsstadtbauwerken kostet weniger Gold und Produktion. Das ist natürlich auch gut. So, das sind die Verhandlungen hier unten. Mit Herzacker. Eine weitere Stufe. Sieht alles gut aus. Und so wie der Gräber. Vielleicht sind wir uns doch nicht so unähnlich, Tauder. Oder der Taten sind vielversprechend. Bitte fahrt doch fort. Sinniger hat eine persönliche Präferenz für dein Vorgehen. Reiche mit einem einzigen Volk. Das verbessert eure Beziehung um 150. Kleiner Ethno-Maulwurf hier. Unglaublich. Naja, gut. Kriegen wir jetzt offene Grenzen, ohne das zu bezahlen? Nee. Kriegen wir den Provinzanschlusspakt? Müssen wir aber dafür bezahlen. Du hast auch nichts, was uns. Nee, Nomana. Okay. Ja, wir sollten trotzdem zaubern. Lass mich überlegen. Eigentlich bräuchten wir so ein Ding auch drüben. Wie gesagt, diese 12 Unterhalt sind halt schon heftig. Da bezahlen wir 8 für. Standardangriff mal Zaubertein. Die haben wir doch eigentlich schon. Aktiv. Nehmen wir Blitzklingen. Ach, das ist die Unterstützer. Ja. Okay. Stäbe der Heilung. Die können wir mal auf jeden Fall mitnehmen. Wir sorgen pro einer 2 Mana. Es sind momentan nur 2 Unterstützer, die betroffen sind. Machen wir das. Mehr Heilung ist immer gut. So, bisschen Präsenzen lauern weiterhin hier unten. Schauen wir, was die nächste Runde bringt. Und dann kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser, ja, ersten Videofolge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, wir können es echt nicht alles im Livestream machen, sonst dauert es einfach zu lange, bis wir durch sind. Das ist eine riesige Karte. Die ganze Partie wird sowieso schon länger dauern. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass hier auch ein bisschen was als Video kommt zwischendurch. Okay, einer unserer Spieler wird angegriffen. Ja, machen wir automatisch. Ja. Das arme weiße Pferd. Stadtgründer. Ach, das ist die erste Stadt, die wir hier gegründet haben, ne? Luzerna. Hört sich gar nicht so schlecht an. Genau, direkt neben dem Drachen. Okay, also machen wir nächstes Mal weiter. Bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Thorn.